Hallihallo, hieß mal wieder Kurasu, wir sind zurück. Ja, ich spreche ja schon mit dir. Forgive my interruption. Do not apologize, my son. Father Tobias Whittaker is always happy to teach mortals about the incoming Armageddon. Achso. I'm Dr. Jonathan Reed, and I just have a few questions. A scientist? You are much more lost than I thought, my son. Dann stell dir so, wie schlecht als sie dachten, was soll das denn jetzt heißen, bitte? What do you mean when you say that I am more lost than you thought? All scientists are entangled in a world of causes and consequences. Ja. Quite a judgmental opinion, if you ask me. But what do I know? Blinded by science as I am. Well, you are seeking answers, aren't you? Answers about the Armageddon about to strike the city. Answers about the hidden truth. Ich höre, genau. Well, I suppose I can spare a few minutes listening to your so-called truth. As a doctor, you must be aware of a decimating epidemic. But let me tell you that this so-called Spanish flu is just the beginning of the end. What do you mean? The beast is finally revealing itself, corrupting the flesh and the heart of men. With my own eyes I have seen them, those minions from the abyss. Ach so. Really? And what would be your answer to this biblical threat? We must fight the disease before this legion outnumbers us. But not with scalpels and microscopes. No. What is left then? Cleansing fire. Was? Okay. Wie genau, wenn sie es reinigen? Ja, das ist... Tell me, Tobias. What exactly is your plan concerning the cleansing of this city? God will recognize his own. More than once this city has risen from the ashes, hardened and purified by the flames. Okay. 25. Jahrhundert. Fire is just the instinctive answer of a caveman facing something he does not understand. This is the 20th century. Your lack of faith is predictable. But my task is to convince rational minds like yours to see the light. This is God's will. Ja. And dangerous. You're nothing but a soulless butcher. A small-time Torquemada. The Savonarola of Whitechapel. My son, if you think salvation is a free gift, go listen to the lies of that pompous fool, Joseph. Joseph, a fool? Vicar Larrabee of St. Mary's Church. While he continues preaching his fraudulent redemption, more and more people die in the streets. Okay, anscheinend ein Kollegen, mit dem er sich nicht so versteht. Have you any friends? Any family left in these terrible times? No. But I have a disciple I see as my son. He is so devoted. I send him to preach the good word in the heart of this corrupted city. Okay, wohin haben sie ihn gesandt, ja? Where did you send him? I sent Samuel to the Stonebridge Cemetery, where the pestilence and evil grows night after night. Okay. You sent him on some preaching crusade during the epidemic. As a true believer, Samuel will fear no evil. While he walks through the valley of the shadow of death. Alter, der geht's doch nicht mehr ganz klar im Kopf. Entschuldigung, dass ich jetzt so sagen musste hier. Alter, Junge. So, sie ist hinter der Kapelle. Dann schauen wir doch mal danach. Ist hier irgendwas? Sieht ein bisschen so aus, als könnten hier gerade ein paar Skulls einfach mal. Ja, in die Ecke schauen. Na, solange es nur der eine ist. Hey du, ich brauche übrigens ein bisschen Blut. Könntest du was spenden? Ah, es ist doch mehr als einer. Wow, es ist deutlich mehr als einer.
Blutspende. Danke. Ach, das ist einer der Blinden, ne? Die mag ich ja, ey. Alter, könntest du mal jetzt hier weg und dich ein bisschen heilen? Danke. Au. Es gibt's doch nicht. Sind das nicht die Blinden? Die waren doch eigentlich gar nicht mal so schlimm. Ah, der ist Stufe 12. Oh. Okay. Du wurdest besiegt. Sie werden herausfinden, dass fast nichts ein Vampir töten vermag, mein Freund. Ihnen wurde relative Unsterblichkeit offeriert. Relative? Was ist relative Unsterblichkeit? Naja, ist ja auch relativ egal jetzt. Ah, aber der eine Stufe 12. Ja gut, der konnte natürlich dann ordentlich reinhauen. Bedenklich. Statusname ist einfach gut. Ja, ja, so zu wenig Blut. Ich weiß. Da frage ich mich, wo waren die anderen, die ich vorher gar nicht sehen können irgendwo? Ist einer der Blinden geblendet, ja. Ach, die kommen, tauchen dann so auf. Verstehe. Die kommen dann direkt aus nichts da einfach mal hergeschissen. Oh Mann, hat er mich natürlich erwischt. Schweinebacke, komm her. So. Oh. Lass mich den Wesen noch erledigen, dann komme ich zu dir. Keine Sorge. Naja, mach du nur deinen komischen Schrei da. Ist mir wurscht. So, Dankeschön. Ja. Ist ja gut, Digga. Du wirst genauso sterben. Wieder den Kameraden. Vor dir! So. Any questions? No. Good. So. Bei ihm lag dann ja auch weiter nix. Hier ist die Blutlache, wo er verstarb. Okay. Finden im Bereich Richard. Okay. Da ist jemand Unbekanntes. Da komme ich nicht durch. Der jetzt hier predigen muss, oder ist das jetzt der andere? Good evening, sir. I'm Dr. Reed. I would like to ask you a few questions. Please be my guest. Although I may not be the best informant regarding this part of town. My words speak about that which the eyes cannot see. Really? Are you an artist of some kind? I'm a poet, sir. Richard Nithercott, at your service. Okay. May I ask you a few questions about the district? Extraordinary part of town, is it not? I'll be glad to help you, if I can. I'm looking for Dorothy Crane, a nurse who lives in this vicinity. Dorothy Crane. Oh, I love the name. The Crane of Whitechapel. Sounds very mysterious. But, sorry, no, never heard of her. What can you tell me about an old man called Darius? Darius Petrescu? Yes, I know him. At first, I thought he was only a small publisher.
I invited him to publish my work, but his reaction was pretty clear. Not interested in your talent? Darius is an old political activist who takes delight in printing tracts and lampoons. Those communist activities only require mediocre writing skills. May I ask what you're doing at this hour of night, sir? Do you live here? Not at all. I'm just enjoying the pleasure of a quiet walk. Though night talks are always preferable, if you ask me. Especially with strangers. Okay. But are you not afraid of the epidemic? Oh, why should I? I see some equity in the Spanish flu. No flesh should be saved, say the scriptures. Good or evil, rich or poor, all are equal in the eyes of the flu. Das stimmt wohl. If you say so. But as a physician in a time of epidemic, I must caution you to avoid unnecessary exposure, sir. Thank you, Doctor. But we both know the seeker of truth has to go boldly where the weak dare not. Huh. What are your thoughts on the terrible situation in this city? Terrible, you say? No. Of course, the death of so many innocents is a tragedy. But the scourge has not been all bad for the city. Oh, no, sir. What are you talking about? Do you remember London before the flu? Noisy, cacophonic, quiet, nowhere to be found. And now, listen to this oddly peaceful silence. Ja, so kann man das auch sehen. Das ist ziemlich einzigartige Sichtweise, ja. Yes. The enjoyable silence of the grave. You have a unique perspective on the situation, I must admit. Most people fail to understand my perspective. I don't blame them. But how could I call myself a poet if I veiled my feelings? Are you aware that your life could be in danger in this part of town? But this is where I must be to feel the real beat of the city. I had to come, see it for myself, alone. Okay, es ist riskant. I understand your need for solitude, but it's not safe around here. I don't care. I don't have many friends, Doctor, and my family despises me. If some misfortune came upon you, who would be here to help you? Well, you for a start, my dear Doctor. Okay. Was haben wir schon? Wir sind schon. Oh ne, da. Tell me, Mr. Nethercott, why seek inspiration in Whitechapel? The place is not beautiful per se, but how to explain it? Stirring and challenging. Okay. Do you not think it a little morbid? On the contrary, sir. Whitechapel is full of life, full of beauty. Just like my dear muse, the wonderful Camellia. What can you tell me about Camellia? Not much. And that's the beauty of it. She can't speak, you know. She's a locked mystery who exhales kindness and sweetness. Okay, das ist ja die Blumenhändlerin, die stumm ist. Where she lives, how she survives, whom she may know. Maybe I prefer she remains an enigma. Reality can be so dull, don't you think? Perhaps you're just afraid to find out the truth about your muse. One day, perhaps, I'll ask her to come with me. But will she still be my wild flower of Whitechapel if she moves uptown? Okay. In what way exactly? The struggle by gaslight, the barren smiles and the arid hunger under the rain. If you say so. Such vibrant antagonism and vivid paradox, the stripped humanity raged across each street. Vivid, of course, yes. And what about the poignant distress? Oh yes, the poignant distress. You see what I mean, don't you? That's what I want to write about, and that's what Whitechapel is made of. Okay. I'll leave you alone, sir. Okay. Jetzt muss ich... Nee, hier war da nix. Komm ich hier raus? Yeah. Gut. Hätten sich was zum Plündern, dann plündern wir mal. Federn, okay. Da ist noch was.
Kleiner Blumenstrauß. Ein Gutschein für kostenlose medizinische Untersuchung im Blumen versteckt. Ah, das können wir aber ja, hm? Ah. Sie steckt die da rein. Good evening, Miss. I'm Dr. Reed. I'd like to ask you a few questions. I know what you're thinking. A tall stranger who meets a girl in the street at night. It reeks of the penny dreadfuls. But I mean you no harm, truly. Ich weiß, dass du mich verstehst. I know you understand what I'm saying. Your silence has nothing to do with it being mute, does it? Camellia, I know you work for Dorothy Crane. Please tell me about her secret dispensary. A stubborn and mute comrade. Nurse Crane and Darius Petrescu have been clever. Tell me about Richard Nethercott. I understand he is quite fond of you, Camellia. Very well. Hier können wir es jetzt nicht mehr rausholen, okay. Okay, hier muss irgendwo ein Briefkasten sein, wo wir reinschauen sollen. Der da. Aha, da ist ein Brief. Meine lieben Kinder, es tut mir so leid, dass ich einige Monate lang nicht von euch gehört habt. Nicht von mir gehört habt. So. Die Lage in London ist schwierig. War schwierig. Ich weiß, das klingt vielleicht egoistisch und töricht, wenn ihr meine Kinder noch in einem Land lebt, das von Krieg heimgesucht wird, aber auch hier in England tobt der Krieg. Ein Krieg gegen Armut und Ungerechtigkeit. Diesen Krieg will ich trotz meines vorgestellten Alters führen und weshalb schreibe ich euch heute. Ich werde nicht nach Rumänien zurückkehren. Das bedeutet, ich sehe euch wahrscheinlich nicht wieder, bevor ich sterbe. Seid nicht traurig, meine Lieben. Ihr seid mittlerweile erwachsen und habt selbst Kinder. Ihr wisst, welche Opfer wir manchmal bringen müssen, um die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Und diese muss ich nun bringen, damit ich mich noch ein letztes Mal nützlich fühlen kann. Ich wünsche euch ein langes und glückliches Leben. Gebt meinen Enkeln einen Kuss von mir und vergesst nicht, dass euer Vater euch auch weit ab der kalten Heimat liebt. The content of Darius' children could give me more leverage to enter. Darius is a bit less of a mystery now. It should not be that difficult to incite him to let me in. Ich würde dennoch gerne zuvor. It's locked. Ich würde dennoch gerne zuvor. Fehlstand leeren. Das ist ja auch noch eine wichtige Aufgabe. Die Frage ist, komme ich da so einfach dran? Ach, hier sind wir. Ach, hier sind wir jetzt. Ach so. Das ist der Ausgang gewesen. Das ist da, wo wir. Jetzt sind wir wieder am Start sozusagen. Okay, Leute, an der Stelle würde ich sagen, beende ich die Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ihr das gerne einen Daumen da oder einen Kommentar, würde mich riesig überfreuen. Wir heilen uns mal eben. Ja, heilen. Okay, es klappt so nicht. Alles klar, bis zur nächsten Folge. Tschüss!